Hallo! Hallo zusammen! Hier spricht die Biggie, die gerade auch ein bisschen draußen ist an der Sonne. Und ich wollte dir ein bisschen Sonne mitbringen. Vielleicht hast du die Möglichkeit nicht, jetzt einfach mal die Nachmittagssonne zu genießen. Schau, so scheint sie. Aber ich muss sagen, es ist kälter als erwartet. Es ist wirklich recht kühl. Ich habe mich ein bisschen zu dünn angezogen. Und trotzdem, ich halte jetzt einen Moment aus. Und für dich bleibe ich jetzt noch ein bisschen an der Sonne, dass du mit mir ein bisschen Sonne zu dir bekommst. Ich habe mir Folgendes so überlegt vorhin. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist so dieses Wetter, also dieser Herbst, das ist ja, ich meine auch schon der Sommer. Also ich fand schon, wir hatten sehr, sehr gutes Wetter dieses Jahr, oder? Aber was ich jetzt ein bisschen merke, ist, dass ich wie den Herbst verpasse. Diese Sonne, die ist immer noch so frisch und so fröhlich und so hell und so sommerlich fast, oder? Und ich meine, jetzt ist Ende Oktober, wir haben morgen November. Und das ist schon noch ein bisschen krass, finde ich jetzt, ich persönlich. Weil ich merke, ich bin noch nicht im Herbstmodus. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ob es dir vielleicht auch ein bisschen so geht, weil den Herbst dürfen wir nicht verpassen. Der Herbst hat ganz wichtige Funktionen auch für uns. Ich finde, der Herbst hat einerseits, ist er so die Erntezeit, oder? Alles, was wir gesät haben, was wir gehegt haben, was wir produziert haben, was wir kreiert haben und einfach all das wird im Herbst geerntet. Also in der Natur ist es so und ich denke, wir sollten das ja für unser Business auch immer wieder tun. Und dazu lade ich dich ja immer wieder ein, dass wir achtsam sind beim Ernten, beim Beenden von dem, was wir säen, was wir auch in die Welt geben. Wir sind oft immer so am Nächsten, am Produzieren, am Geben, am nach außen und kaum ist etwas fertig, schon das Nächste im Kopf, schon das Nächste wieder auf dem Schreibtisch. Ich für mich habe ziemlich den Frieden gefunden damit, dass ich einfach auch so funktioniere und dass ich am besten so funktioniere, wenn ich so arbeiten darf, dass ich mich um mehrere Projekte gleichzeitig kümmern darf. Das bin ich. Das gehört zu mir und dann komme ich in meine wahre Kraft. Trotzdem, wir müssen schauen, dass wir Thanksgiving machen, oder? Dass wir wirklich innehalten und uns bedanken für das, was wir kreiert haben, was wir erreicht haben, für das, was wir haben. Und erstens, diese Dankbarkeit fördert mehr von dem, was du schon hast. Und zweitens fördert Dankbarkeit deine Selbstliebe. Denn du wirst dich in dieses Bedanken integrieren müssen, weil du Teil davon bist. Also, dass du einfach mal hinstehst und dir selber Danke sagst für was du bist, was du tust und was du dieser Welt alles gibst. Und das Zweite, was der Herbst für mich bedeutet, ist aber auch der Übergang in den Winter. Der Übergang in das Ruhigwerden. Also auch da, ich lade dich wirklich immer wieder dazu ein, wenn du wahrnimmst, jetzt ein bisschen sein, ein bisschen Tee, ein bisschen Kerze, ein bisschen Wärme, gib dir das. Vielleicht einfach mal einer Einladung Nein sagen. Vielleicht einfach mal einem Angebot Nein sagen. Vielleicht einfach mal weniger den Terminkalender füllen und dich einfach dem hingeben, was du fühlst. Wenn du Müdigkeit fühlst, dann nimm es wahr. Und ich weiß, vieles kannst du nicht einfach direkt sofort dem anpassen, aber es gibt schon Dinge. Es gibt schon Dinge, die auch du in deinem Alltag anpassen kannst, um
dieser Müdigkeit Raum zu geben. Es geht nicht darum, ja, jetzt schlaf halt, damit du wieder fit bist, sondern, ja, sei müde. Sei müde und sei damit. Ich meine, wenn wir jetzt in der Natur schauen, die Bäume scheinen auch müde. Sie haben diese Blätterpracht getragen, hervorgebracht im Frühling, den ganzen Sommer grünen lassen, getragen. Jetzt werden sie bunt, trocken und sie fallen. Die Bäume sind müde und sie lassen los. Und sie machen jetzt nicht sofort alles weg und sofort wieder ready für das Nächste, sondern ja, jetzt sind sie halt einfach müde. Und das ist ja nichts Schlechtes. Es ist einfach eine andere Qualität. Und dazu lade ich uns auch ein. Lasst uns müde sein, wenn wir müde sind. Und deswegen aber nicht gleich, oh mein Gott, ich bin müde, jetzt kann ich ja gar nicht mehr funktionieren. Man funktioniert einfach anders, wenn man müde ist, aber man funktioniert sehr wohl. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Herbst, verpasse ihn nicht, auch mit dir, in dir. Auch wir haben Jahreszeiten. Und der Herbst ist eine schöne Jahreszeit. Ich glaube, vom Alter her entspreche ich ja auch so ein bisschen dem Herbst. Na, Spätsommer. Spätsommer würde ich mal sagen. Aber es hat schon so was, dass der Herbst mir besser gefällt, als wo ich noch 20 war. Also heute kann ich ihn viel mehr, ich genieße ihn sehr. Ja, und diese Mannigfaltigkeit, die der Herbst mit sich bringt, eben in all diesen, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel im Gemüse einkaufen gehst, was es da alles gibt und das alles auch aus der Region, sehr vieles oder so vieles, was jetzt gewachsen ist und ja, doch, der Herbst ist, der ist schön, der ist wirklich wunderschön. Ich habe zwei Angebote für dich. Und ich werde die auch nachher noch in den Beitrag reinschreiben. Das eine ist der Pretty Woman Room, der immer noch auf der Liste steht, der immer noch offen ist. Du kannst dich noch sehr gerne bei mir melden. Das ist ein Programm, in dem wir uns 4 Wochen mehr oder weniger intensiv treffen. Dann machen wir 4 bis 6 Wochen Pause, dann treffen wir uns noch einmal. Das Thema dabei ist, ja, ich hatte mal einen guten Übertitel, so quasi Diät oder Pretty Woman Room. Du entscheidest. Es geht um deine Selbstliebe. Es geht um dich. Es geht nicht darum, nein, jetzt bleib halt so, wie du bist. Du bist doch toll. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, die Dinge mal ein bisschen von einer anderen Seite anzuschauen. Und das Zweite, was ich gerade heute kreiert habe, das ist Big Spirit. Ich habe dir schon erzählt von meiner glitzernden Intuition. Und ich nenne es jetzt meinen Big Spirit, den ich habe, den ich jetzt geschult habe, wo ich jetzt Werkzeuge habe, dass ich das bündeln und fokussieren kann. Und gehe auf diese Seite, ich habe eine Seite kreiert, bigmove.ch/bigspirit. Der Link kommt gleich, schau es dir mal an. Du hast die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Ich werde dir auf maximal 3 Fragen Antwort geben. Ich werde dir ein Audio machen. Das Audio wird mindestens 10 Minuten dauern. Das sende ich dir dann zu. Das Ganze kostet dich 30 Franken. Und wenn du dann findest, das hat jetzt sowas von überhaupt nichts gebracht, das ist alles nur leere Luft, dann sagst du mir das, dann bekommst du die 30 Franken zurück. Okay? Also, klick dich durch, check mich aus, schau dir alles an und verpasst den Herbst nicht. Bis bald. Ciao.